Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Spore. Ich habe jetzt recherchiert und das Problem ist, dass das hier nur eine Stufe 3 Zivilisation ist. Ach ja, ansonsten könnten wir es schon längst machen. Ja, das war dann wohl eher ein Griff ins Klo. Dann müssen wir hier tatsächlich noch ein bisschen warten, bis die weiter expandiert sind. Das hier ist zum Beispiel eine Stufe 5 Zivilisation und die Stufe 3. Also wir bräuchten genau das Mittelding. Wir sind also ultra mega. Die sind nur 2. Und ja, die sind halt 1. Ja, das bringt uns jetzt aber nicht viel weiter. Das heißt, wir fliegen mal wieder in ein anderes System, beziehungsweise zum Zentrum der Welt? Nee, zum Zentrum unseres Universums. Okay, irgendeiner ruft an. Kaum fliegt man mal vorbei, wollen sowas von einem. Ja, was willst du? Okay, danke für random geschenkte 10.000. Einfach so, ich bin vorbeigeflogen. Die so, hey, dich kennen wir doch, hier sind 10.000 Euro. Oh, das hätte ich auch gern. Was sage ich euch? Wenn ich einfach so durch die Stadt gehe und irgendeiner so, hey, ich kenne dich doch, hier sind 10.000 Euro. Nice. So. Hier ist noch irgendein Funksignal und da ist irgendwas. Ein schwarzes Loch oder so. Willkommen, Fremder. Hast du Geld dabei? Nö, für dich nicht. So. Also ich meine, wir können ja hier im Prinzip gar kein sonderlich gutes Reich finden. Denn die spawnen ja erst, sobald wir in der Nähe sind. Und dementsprechend bringt uns das nichts. Hier sind ganz viele nicht-planetare Systeme. Die müssen wir uns noch aufheben. Wenn wir dann später die Wissenschaftsmission haben, müssen wir da nämlich hin. Oh nein, Ökokatastrophe, echt jetzt. Oh nee, das ist auch noch... Oh Gott, ist das ätzend. Jetzt müssen wir den ganzen Weg zurückfliegen, weil ich glaube, das ist vorne irgendwo an den Hauptinseln. Das könnte echt ein Problem werden mit der Ökokatastrophe. Oh Gott, ist das ätzend. Ja, es gibt durchaus auch ätzende Sachen an Spore. Ja, ist ja gut. Ich habe keine Zeit, Leute. Ich muss die Welt kurz retten. Und ich habe keinen Akku mehr. Ich muss kurz laden. So, ja, komm. Ja, lad kurz auf. Danke. Ich muss weiter. Ich habe noch 3 Minuten Zeit, dahin zu fliegen. Ja. Es ist einfach nur hervorragend. Ja. Was wollen die denn alle von mir? Ich will nicht mit euch telefonieren. Ich mag euch nicht. Ich kenne euch nicht mal. Deshalb mag ich euch nicht. Ich bin so wie die anderen. Nee, ernsthaft, was... Boah, sind wir bald zurück. Oh, endlich. Ja, Moment mal, ist das überhaupt unser System? Ist das dein Ernst? Das ist nicht mal ein System von uns? Doch, es ist ein System von uns, okay. Ist es eins, das ich terraformt habe? Nein, es ist nicht mal ein wichtiges System. Oh. Zeitverschwendung. Aber das weiß man halt vorher nicht, ne? Wir müssen kurz 5 Viecher killen. Das sollten wir doch noch hinkriegen. Warte. Das nehme ich mit. Oh Mann, der ist so dämlich. Der hat mich dahin gebracht. Ich muss doch die Viecher finden. Für die Mission. Nur noch 1,5 Minuten. So, einfach mal drauf schießen. Okay, ich habe vielleicht ein paar falsche erwischt, aber das hält das Ökosystem schon aus.
Ja, das ist mit der Zeit tatsächlich ziemlich knapp, ne? Das waren zwei. Hoffentlich sind das jetzt nochmal zwei. Wir haben nur noch eine Minute Zeit. Ja, okay, da sind die letzten beiden. Ja, der Kollaps wurde verhindert. Ach was. Okay. War es ja schön, wenn wir selber irgendwie so ein Wurmloch, einen Jump-Antrieb hätten. Oder boah, wenn wir so Sprungtore bauen könnten. Quasi hier eins und dann bei den Crocs eins. Und dann könnten wir da einfach mit einem Sprung hin. Aber nein, die sind immer noch. Wenn ich schon nochmal da bin, checke ich das lieber nochmal. Aber die sind wahrscheinlich immer noch Stufe 3, ja. Wir müssen einfach warten, bis die sich auf Stufe 4 weiterentwickelt haben. Anders keine Chance. So. Weil das macht es auch viel einfacher, dann Krieg zu führen. Weil diese ganzen Popel-Zivilisationen hier, ich gehe hier nicht ans Telefon, die hier neu spawnen, die haben halt alle so einen Hauptplaneten. Und da sind halt dann immer so 1000 Städte drauf. Und das ist super nervig. Und wenn wir so eine Superwaffe hätten, ich meine, ja, sie verstößt gegen galaktisches Recht. Ja, mein Gott. Ja, hier ein bisschen. Bisschen Völkermord hat noch keinen geschafft. Zum Beispiel er hier. Er wäre mein erstes Ziel, wenn er mich so blöd anmacht. Nein, das war natürlich ein Spaß, ne, mit dem. Ihr wisst schon. Wir sind hier in einem Computerspiel. So. Also. Was sind wir bald da? Ja. Ich sehe das Croc-System schon. Okay. Dann fliegen wir mal kurz hin und fragen, ob sie einen Auftrag für uns haben. Und vielleicht hassen sie uns dann nicht mehr. Hi. Ja, entspann dich mal, Junge. Ich will nur fragen, ob du Arbeit für mich hast. Jawohl. Erstes Ziel, finde den Planeten Bla. Sammelproben der ganzen Flora und Fauna. Rückkehr. Begründung. Sie wissen, was sie taten. Okay. Ja. Tschüss. Ich habe eine Mission angenommen, aber werde natürlich trotzdem angegriffen. Ich hoffe, ich habe meinen Autoblaster aus. Weil zurückschießen ist natürlich nicht in Ordnung. Das ist ja klar. Ich würde sagen, wir fahren mal kurz ein Stückchen weg. Um die Mission zu lesen. 15 Minuten Zeit, was? Sammle Proben umpflanzen. Vom Planeten Tenna. Der Planet liegt im Megva-Sternsystem. Megva-Sternsystem Tenna. Da ist er. Alles klar. Bringen wir hin. Das Kleinreich. Die mögen uns eigentlich recht gerne. Gleich nicht mehr. Proben der Pflanzen und Tiere vom Planeten. Sind das viele? Ja, geht so. Und wir haben fast keinen Akku mehr. Ja, hi. Ich will... Alter, ja. Boah. Der Frachtraum ist voll. No. Okay, dann kann ich mal das Gewürz hier löschen und das mitnehmen. So. Dann brauchen wir das da. Ah, das ist das Zeug hier. Gut, da ist natürlich immer noch der Frachtraum voll, ne? Ja, war klar. Dann können wir das Gewürz hier noch löschen. Das da mitnehmen. So, dann haben wir noch zwei verschiedene Tierarten, die wir mitnehmen müssen. Das ist einmal ein Pflanzenfresser. Das heißt, wir werfen mal die Pflanzenfresser hier über Bord. Und nehmen einfach die damit. Gerne noch ein paar mehr. Dann sind wir da wieder ein bisschen voller. Und noch ein Pflanzenfresser. Haben wir noch mehr Pflanzenfresser? Ja, dann werfen wir die noch über Bord. Und holen uns noch die anderen Pflanzenfresser.
Und was ist die hier? Ja. Die nehmen wir alle mit. Okay. Du hast alle Proben. Kehre zurück. Okay. Zerstöre sämtliche Geschütze auf dem Planeten. Das ist auch noch irgendeine Mission von den Crocs, oder? Hey. Erfolgreich abgeschlossen. Okay, sie hassen uns nicht mehr so sehr. Also wir sind schon besser dabei. Moment, haben wir keine Arbeit für dich. Okay, das habe ich mir fast gedacht. Wir fliegen nochmal kurz weg. Lassen Sie mich jetzt in Ruhe? Ja, okay. Was ist das für eine Mission? Auch für die Crocs, genau. Zerstöre sämtliche Geschütze des Moselreichs. Das Moselreich befindet sich auf dem Planeten Orchalin im Boot 7. Das Moselreich. Boah, es tut mir echt leid für euch, ne? Moselreich. Das tut mir wirklich leid. Mögt ihr uns? Die mögen uns eigentlich auch noch. Wisst ihr was? Wir sind richtig asozial. Ja, hey, könnt ihr mein Schiff kurz reparieren? Ich muss euch nämlich jetzt über den Haufen schießen. Okay, sämtliche Geschütze. Meinen die damit die Dinger? Sämtliche Geschütze. Ja, okay, das sind nicht so viele. Ich schieße wirklich nur auf eure militärischen Anlagen, also chill. Ja, Kriegstreiber, nice. Die wollte ich sowieso, die Plakette. Ja, es tut mir echt voll leid, ne? Aber ich muss das tun. Ja, nun herrscht Krieg. Alter, minus 210. Okay, jetzt müssen wir die halt leider auch auslöschen, glaube ich. Oder? Oder sind die Borg dann sauer? Die wollen die wahrscheinlich selber auslöschen. Okay, ich habe noch 9 Minuten Zeit. Okay, okay. So. Wir schießen mal die Geschütze hier alle weg. Okay, und jetzt sind die happy. Und die Borg. Und dann hole ich mir mal die Belohnung und dann schaue ich mal, ob die eliminieren oder ob ich die dann selber schnell eliminieren muss. Und vielleicht... Alter, so viele Schiffe. Ja, hi. Oh, 250.000. Okay, okay. Sie sind nicht mehr auf Ultra-Hass eingestellt. Sehr gut, nur noch minus 23. Alter, diese Wucherpreise. Wir zahlen die mal. Ich suche eine Aufgabe, keine Arbeit. Okay, tschüss. Sie greifen uns halt immer noch an, weil es ihnen einfach egal ist. Okay. Jetzt schalten wir die hier mal aus. Weil sie mir echt auf den Piss gehen. Was erklären die mir den Krieg, nur weil ich deren Geschütze eliminiert habe? Also bitte. Das ist ja wohl echt... Da kriege ich ja zu viel hier. So. Weißt du? Die wollten sie ja so. Die wollten sie ja so. Ich meine, ich kann da nichts für. Oh. Eroberungssystem. Ja, ist jetzt meins. Ich weiß nicht, ob das schlau ist. Direkt bei den Crocs. Die könnten sauer sein, wenn ich sowas mache, oder? Ich hoffe nicht. Ich mache lieber mal wieder den Autoblaster aus. Das andere System zerschießen wir lieber komplett. Das ist jetzt das Hauptsystem, ne? Oh ja, oh Gott, wird das ekelhaft, okay. Ja, ich glaube aber der hier war am besten, oder? Zack, zack, zack. Ja, wobei wir übernehmen, das ist billiger. Und wir haben schon wieder so einen Bug, dass die Laser nicht auf uns schießen. Den ich gerne akzeptiere.
Seht ihr, wir bringen sie auch nicht alle um, sondern wir nehmen nur deren Planeten in Besitz. Das ist ein großer Unterschied, den ich hier hervorheben möchte. Wir helfen ihnen quasi. Wir bringen die Demokratie hierher. Das ist wichtig. Die waren vorher super unglücklich, ich bin mir sicher. Die warten nur auf die Demokratie. Dass das Regime uns jetzt natürlich angreift, ist ja klar. Die wollen natürlich hier keine Demokratie auf dem Planeten. Aber sobald wir hier fertig sind, herrscht hier Demokratie. Da könnt ihr aber einen drauf lassen. Oh shit, jetzt funktionieren die Luftabwehrraketen doch. Das ist nicht so gut. Das ist nicht so gut. Aber wir haben noch ganz gut... Okay, hier funktionieren sie wieder nicht. Das gefällt mir gut. Noch zwei Städte und dann ist der Laden unser. Und dann die Grogs kommen und sagen, gib uns das umsonst, dann gebe ich das denen auch umsonst, aber... So. Ich beanspruche diesen Ort für mich und bam, wieder eine galaktische Zivilisation ausgerottet. Ach ja, es ist ein Träumchen. Glückwunsch, du hast deine Feinde... Ich finde diese Sprüche sogar... Glückwunsch, du hast deine Feinde mit militärischer Macht zur Aufgabe gezwungen und ihr System erobert. Dankeschön. Ich freue mich. Du hast das Morselreich wurde zerstört. Yay. Das ist so... Ach, ich weiß auch nicht. Wie, die greift mich an? Willst du mich verarschen? Moment. Als ob ich mich von denen angreifen lassen würde. Schießt er das Ding auch irgendwann noch ab, oder? Oh ne, da habe ich jetzt keinen Nerv für. Gehen wir mal einmal aus dem System raus und dann wieder... Alter, wir haben jetzt zwei Systeme mitten im Grogs-Gebiet. Das finde ich nicht gut. Zack, zack, zack. Piraten plündern. Ja, das ist nicht so schlimm. Hier, aufladen und reparieren ist hier wenigstens günstig. So, also das können die Grogs auch gerne einnehmen, wenn sie wollen. Also, wir können jetzt zu einem weiteren Grogs-Planeten fliegen. Und mal schauen, ob die eine Mission für uns haben. Wenn ich das richtig sehe, da hat ja jeder Planet immer Missionen für uns. Sei gegrüßt, es ist eine Freude, euch zu sehen. Irgendwie. So, Missionen, was hast du denn für mich? Die Grogs verlangen mehr grünes Gewürz. Wir erschaffen, dass du es beschaffst. Okay, wie viel? Grünes Gewürz gibt es auf Butt 17. Fliege dorthin, kehre mit dem Vorrat zurück. 10 Minuten, ja, wow. Haben wir grünes Gewürz vielleicht sogar dabei? Nee. Das ist... Hä? Aber das ist gar nicht. Oder? Nee, warte mal. Der Planet befindet sich im Butt 17 System. Ach, das gehört uns jetzt. Geil. Okay. Ja, wir können das hier ruhig mal an die hier verkaufen. Naja, okay. Ne, besser als nix. Besser als wegwerfen. So, kaufen. Reicht das? Was reicht? Sogar 5? Die sind ja nicht sehr gierig. So, einmal durchs System durchgeflogen und direkt mal 20 Schiffe im Arsch, aber geht schon. Ja, haben wir doch gut gemacht, oder? Mögt ihr uns jetzt minus 15? Es wird langsam. Wir kriegen die schon noch rum. Missionen. Hast du noch eine Mission? Im Moment haben wir für jemanden wie dich keine Arbeit. Alles klar. Sag mir Bescheid, wenn du eine Mission reinkriegst. Das ist alles cool. Alles cool. Alles cool. Ja, ja. Schießt ruhig auf mich. Ich bin nämlich euer Feind. Wie man ja gemerkt hat in der Vergangenheit. Ach, die Gods. Die sind schon lieb. Was hier wird überfallen? Irgendwas da vorne wird überfallen. Mein Gott, ist... Oh, war da irgendwas? Ich meine, da wäre so eine... Ich meine, ich hatte gerade in der Mitte so eine... Funkblase gesehen, irgendwie. Kann das sein? Da war doch gerade eine, oder?
Achte nur mal genau drauf. Ne, jetzt sehe ich keine mehr. Da war doch gerade safe so ein Funkding. Genau in der Mitte der Galaxis. Ich will da hin. Ich habe es nur im Augenwinkel gesehen. Problem ist, wenn wir da hinfliegen, dann sind wir halt echt im Arsch. Also wir müssen uns erst mit den Grogs verbinden, weil wir sonst wirklich im Arsch sind. Und die haben übrigens über 1000 Systeme. Wir können die nicht besiegen, die Grogs. No way. Die Frage ist jetzt natürlich, wo sind denn hier die Achievements? Ich hätte nämlich auch noch gern den Planetenklatscher. Meine Sammlung, das ist hier. Ich hätte gerne diese Waffe hier. Eroberer 5 oder Kolonist 5. Jetzt schauen wir mal, was wir dafür noch brauchen. Sind das die hier? Ja. Eroberer 5 oder Kolonist 5. Eroberer habe ich noch nicht mal 4. Das ist nicht so gut. Kolonialist. Ist das Kolonialist? Da gibt es noch den Kolonist. Reich 5, Entdecker, Vielflieger, Laufbursche, Planetenkünstler, Missionar, Kaufmann, Joker, Alleskönner, Tourist. Nee, Kolonialist ist der hier. Platziere 200 Koloniegebäude. Ich glaube, das ist sogar einfacher. Pass auf. Wenn wir jetzt zu dem einen System fliegen, das wir hier eingenommen haben. Zu dem größeren von beiden. Das müsste das hier sein, wo so viele Städte drauf sind. Dann können wir ja rein theoretisch die ganzen Städte einfach ausbauen und haben gleich super viele Gebäude. Warte mal. Wie ist denn das? Also wir brauchen... Nein. 107 haben wir aktuell. Okay. Wenn ich jetzt hierher gehe und die wegmache. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dann sind die natürlich erstmal unglücklich. Aber werden wir die dann abgezogen? Oh, die werden mir dann abgezogen. Krass. Okay. Okay. Also... ist nicht so easy, wie man das denken möchte. So, und ein Häuschen und ein Häuschen. Man kann natürlich optimal, aber Terrascore zu niedrig, okay. Also es lohnt sich tatsächlich dann schon, die größeren Planeten einzunehmen, oder? Weil da ja eine Menge Häuser drauf sind. Sehe ich das richtig? Sehe ich das richtig? Sollten wir mal so eine kleine Zivilisation mal schnell nochmal auslöschen gehen? Ich denke ja. Ich denke, kleine Zivilisationen auslöschen ist genau das, was wir jetzt tun sollten, um zu zeigen, dass wir nett sind. Okay, da ist zum Beispiel eine. Die hat nur ein System, oder? Mögen die uns? Sind die nett? Wir löschen mal welche aus, die nicht nett sind. Die sind nicht nett. Wir misstrauen Fremden. Alles klar. Dann können wir die ja auslöschen. Aber vorher... geben wir denen noch ein bisschen Geld. So, also wir haben jetzt... ich schaue nochmal kurz. Sporpedi. Nee, das ist falsch. Sammlung. Wir haben jetzt 107 Gebäude. Und wir haben 24 Minuten auf der Uhr, das heißt, diesen Krieg fangen wir in der nächsten Folge an. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.